Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir zeigen euch mal heute, wie wir diesen kleinen, er macht jetzt Männchen, lol, komm, gib Futter, ja. ja, wir zeigen euch heute, wie wir diesem kleinen hier Rolle beigebracht haben und die anderen kommen auch schon, weil ich habe hier sehr leckere Leckerlis, also ich habe hier einfach so, nein, extra Wurst genommen und ja, das, auf das sind sie wirklich richtig scharf und ja, damit geht es auch sehr, sehr gut, weil wenn ihr jetzt irgendwelche Leckerlis habt, die, ja weiß ich, die der Hund jetzt schon mag, aber jetzt nicht für Leckerlis, für die der Hund halt nichts wirklich machen wird, was er vielleicht auch noch nicht kennt. Ja, deswegen nehme ich hier extra Wurst und weg, weg mit dir. Das kann halt auch nochmal dieser hier, so machen wir Sitz. Also ich zeige es euch jetzt einfach mal. Wir machen immer, ja, Sitz oder ihr könnt auch gleich Platz machen. Wir machen meistens immer Sitz und dann Platz. Ja, dann ist er schon richtig scharf auf das Leckerli, dann haltet ihr das hier so nach hinten mit dem Kopf und dann legt er sich so auf die Seite und sollte sich eigentlich auch schon ziemlich von alleine rollen. Und ja, jetzt funktioniert es ziemlich gut. Hier so und dann legt er sich schon ein bisschen auf die Seite und dann einfach so ein bisschen, ja, das funktioniert dann ganz gut. Einfach ein bisschen öfter, nein, 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 Digga, hier, runter. Ja, perfekt. Platz und ja, dann ein bisschen öfter trainieren. Hier, so und. Nein, was war das gerade? Okay, ja. Das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt müsst ihr das einfach nur. Ja, auf jeden Fall geduldig sein. Wenn er es nicht beim ersten Mal schafft, ist auch kein Problem. Einmal schauen, dass er Platz kann. Platz ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann einfach hier. Okay, er macht es gleich so hier. Ja, dann einfach schauen, dass er. Digga, er frisst mir alles so aus der Hand. Mach nochmal Platz. Na, jetzt ist er. Von dem hat er ein bisschen Angst. So, Platz. Platz. Dann einfach. Nichts drehen. So, und dann. Was machst du denn? Platz. Platz. Nein, Platz. Dann. Ja, supi. Dann einfach trainieren und ja, irgendwann wird das schon klappen. Bei ihm hat es jetzt echt nicht lange gedauert. Ich glaube, wir haben das zwei, drei Mal probiert und dann hat es schon funktioniert. Aber was halt wirklich sehr wichtig ist, dass ihr Leckerlis nehmt, die, wo sie halt sehr scharf drauf sind. Ich glaube, man merkt, die sind echt alle scharf drauf. Und dann ist auch noch sehr wichtig, dass der Hund Platz kann und dass er sich auf jeden Fall das auch vertrauen hat, weil wenn er nicht, wenn er euch noch nicht vertraut, wenn ihr vielleicht erst kurz habt oder so, dann wird das wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Und schaut auf jeden Fall, dass ihr irgendwie größere Fläche habt, nicht dass es jetzt irgendwie ganz knapp bei einem Tisch ist oder so, wo er dann sich gar nicht gescheit drehen kann. Ist auf jeden Fall wichtig und ich denke mal, das war's auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass wir euch noch ein paar weitere Tipps geben oder euch einfach zeigen, welche Kunststücke wir noch so beigebracht haben, wie zum Beispiel hier. Komm her. Sitz. Sitz. Männchen. Wenn ihr wissen wollt, wie wir im Männchen. Männchen, nicht bei mir anhalten. Vorführeffekte. Sitz. Und Männchen. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Er ist nicht im Bild. Komm schon. Männchen. Männchen. Ja, ich glaube, ihr habt es aber schon mal gesehen. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass wir euch zeigen, wie wir den Hunden andere Tricks beigebracht haben. Ihm zum Beispiel Peng. Okay, sie kann nicht wirklich was Besonderes. Aber ihm haben wir sehr viel beigebracht. Fragt einfach nach und ja, dann können wir das gerne für euch machen. Und ja, bis dahin auf jeden Fall mal ciao und bis zum nächsten Mal.